Hallo und herzlich willkommen zum Mut für Mütter Podcast, der Sendung für Mütter mit einem toxischen Ex-Partner. Ich bin Heidi Duda, Buchautorin, Coach und Gründerin von Midlife Boom. Ich zeige dir Wege auf, wie du dem Gefühl der Hilflosigkeit im Alltag oder auch im Familiengericht Lebewohl sagen kannst und endlich wieder in deine Stärke kommst, damit du zum Leuchtturm für dein Kind wirst. Ja, eine Frage, wie sage ich meinem toxischen Soon-to-be-Ex, dass ich ihn verlassen werde? Soll ich noch jemanden hinzuziehen? Es gibt mehrere Methoden. Ich habe das in meinem Buch, Zieh endlich aus, habe ich mehrere Geschichten erzählt von Müttern, wie sie damals ausgezogen sind. Prinzipiell ist es so, ich tendiere heute dazu, einem Narzissten es nicht zu sagen. Definitiv nicht. Ich würde das alles im Vorfeld planen. Ich würde auf jeden Fall zuerst einen Rechtsanwalt suchen, den passenden, oder eine Rechtsanwältin. Ich würde definitiv nicht Vorlaufzeit geben und sagen, ich verlasse dich, ich ziehe in 3 Monaten spätestens aus. Nee, würde ich nicht tun. Ich würde die rechtliche Seite abklären. Ich würde sehr wahrscheinlich schon im Jugendamt vorsprechen. Ich würde das ankündigen und ich würde sicherstellen, dass die rechtliche Seite klar ist und würde den Auszug ganz klar mit dem Rechtsanwalt zusammenplanen. Strategisch. Und wenn überhaupt nur in der letzten Minute oder Sekunde, ja, und mich da absichern. Denk dran, du brauchst normalerweise auch die Genehmigung, wenn ihr gemeinsames Sorgerecht habt, aber dafür ist, wie gesagt, der Rechtsanwalt zuständig, dass ihr das plant. Ja. Und natürlich kannst du dann jemanden dabei haben. Also eine Mama, ich erinnere mich, die habe ich auch in dem Buch beschrieben, die hat zum Beispiel in der Mediation, hatte sie das dann dem Kindsvater gesagt. Und diese Idee fand sie im Nachhinein war sehr gut. Also mit jemandem an der Seite, der dann auch die Reaktion des Ex hat auffangen können. Nur ich würde definitiv nicht zu viel Vorlaufzeit geben. Also jetzt nicht so, ich ziehe in 2-3 Monaten spätestens aus, sondern wenn, ich ziehe morgen aus oder sowas. Okay? Wenn dir diese Folge gefallen, dann freue ich mich, wenn du diesen Kanal abonnierst, damit du auch keine neue Folge mehr verpasst. Und solltest du noch nicht den Mutmach-Freitag abonniert haben, dann lade ich dich herzlich ein, das hier auch nachzuholen. Du findest in den Shownotes unten den Link dazu. Der Mutmach-Freitag ist etwas ganz Besonderes. Jeden Freitag bekommst du dann in deine E-Mail-Inbox eine Information, wenn ich jetzt zum Beispiel einen neuen Blogartikel geschrieben habe, oder du erfährst weitere hilfreiche Tipps und Werkzeuge, die das Wochenende für dich einläuten. Ich freue mich, wenn du mitmachst und wünsche dir noch einen wunderschönen Tag.